Herzlich willkommen in der City Farm Augarten. Heute muss ich wieder mal vorbeischauen bei meinem besonderen Freund im Garten. Diese Königskerze, ja, die ist wirklich eine besondere Erscheinung. Und ich komme immer, wenn ich da in der Nähe vorbeigehe, immer auch bei ihr direkt vorbei, weil sie einfach so unwiderstehlich schön ist. Und groß, ich meine, die ist ja wirklich noch größer als ich. So eine Königskerze ist eine Erscheinung. Sie ist irgendwie eine ungewöhnliche Gemüsepflanze, würde ich jetzt einmal sagen. Ich weiß nicht, wer sie da schon mal ganz bewusst bei sich im Garten überhaupt ausgepflanzt hat von euch. Das macht man normalerweise nicht. Dabei ist die Königskerze eine alte Heil- und Nutzpflanze. Ehrlich gesagt, wir haben sie hier einfach wachsen lassen. Sie hat sich selbst ausgesamt. Die Königskerze ist eine Vertreterin der Zweijährigen, die im ersten Jahr einfach eine vegetative Rosette bilden und nach der Überwinterung erst diese wunderschöne Blüte hier ausbilden. Und da verwenden wir sie dann auch in diesem Stadium, weil wir bei den Königskerzen auch sehr gerne die Blüten nutzen. Und ihr seht diese leuchtend gelben Blüten, die von Insekten intensiv besucht werden, die in ihrer Üppigkeit und in ihrer Vieltriebigkeit ja auch einiges abwerfen. Mit denen kann man einiges anfangen. Königskerzenblüten kann man zum Dekorieren als essbare Blüte verwenden. Man kann daraus Sirupe machen zum Beispiel. Das ist auch immer wieder beliebt. Sie hat wirklich eine leuchtend gelbe Farbe. Jetzt muss ich da mal kosten. Mit einem ganz eigenen Geschmack, der ein bisschen an Pilze erinnert, ein bisschen was eben Schwammelartiges hat. Ja, aber man kann sie für Sirupe, man kann sie auch für das Dekorieren von Salaten oder von anderen Speisen verwenden. Also bei essbaren Blüten hat man ja immer ein breites Anwendungsgebiet. Über dem Butterbrot bis in die Salatschüssel ist da ein breiteres Spektrum. Aber eigentlich war sie in der Volksmedizin immer als Heilpflanze im Einsatz, als Hustensaft oder als einfach schleimlösender Vertreter aus der pflanzlichen Hausapotheke. Ja, wir lassen sie hier noch in aller Ruhe zu Ende, ihre Blüte zu Ende führen, Samen bilden, die sich dann von alleine verbreiten und aussehen und aussamen. Und im nächsten Jahr dann eben, wenn sie gekeimt sind, so eine Blattrosette dieser pelzig behaarten, weichen Blätter bildet. Das erkennt man dann schon ganz gut, wo sie überall aufgegangen ist im nächsten Jahr, um sie dann eben im übernächsten Jahr wieder in dieser wunderschönen Form an einem anderen Platz genießen zu können und sich dran zu freuen. Und ich zeige euch jetzt noch einen zweiten Platz, wo sie bei uns wächst, wo sie noch einmal eine ganz wichtige Funktion erfüllt, die sie auch zu bieten hat. Kommt mal mit. Wir haben sie überall bei uns im Garten hier. Hier wächst sie auch. Ich steige jetzt da eigentlich illegalerweise in unsere wunderschöne Nützlingswiese hinein. Wir haben die eigentlich abgegrenzt, weil wir unseren kleinen und ein bisschen größeren Freunden hier im Garten eine ungestörte Zone bieten wollen. Ihr seht ja, was sich da abspielt, was hier für Insekten unterwegs sind, die diese vielen, vielen blühenden, nützlingsförderlichen Pflanzen hier genießen. Und die Königskerze ist mittendrin. Sie passt gut in diese nützlingsförderliche Zone hinein, weil sie auch gerne von Insekten oder von anderen blattbewohnenden Tieren besucht wird und bewohnt und wird und irgendwie als Lebensraum praktisch dienen kann. Und das ist eine wichtige Funktion. Es ist auch meine Botschaft mit diesem Video. In euren Gärten ein Eckchen, ein kleiner Streifen, eine Randzone, einfach ein bisschen auch diesem Zweck zu widmen und dieser Funktion eigentlich auch so ein bisschen eine Trittbrettfunktion zu bieten, dass Nützlinge und kleine Tiere, Insekten, bestäubende Tiere hier eine Lebensgrundlage finden. Auch in dem Verbund der verschiedenen Gärten einfach überleben können. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die kann man gar nicht genug wiederholen. Und da ist unsere Königskerze wirklich auch ein sichtbarer Vertreter für diese Funktion im eigenen Garten. Also wir haben sie da wachsen lassen. Sie wird nächstes Jahr wiederkommen. Da sind schon zwei Rosetten fürs nächste Jahr auch schon wieder im Wachstum begriffen. Das heißt,
der Fortbestand ist gesichert. Und das geht von ganz alleine, da braucht man sich gar nicht so sehr drum bemühen. Wenn man sie nicht aktiv ausreißt in diesem Rosettenstadium, dann wird sie auch in euren Gärten wiederkommen, wird sich festsetzen, wird ihren fixen Platz haben. Und diese Nutzfunktion als essbare Blüte, als vielleicht Heilpflanze und als Nützlingspflanze auch auf Dauer ausüben können. Das wünsche ich euch jedenfalls für euch zu Hause. Das wünsche ich auch uns hier in der City Farm. Bis bald wieder.